Hat aus. Wunderschöner guten Tag wünsche ich euch aus dem schönen Saarland. Ich wollte euch mal erzählen von den Highlights von letzter Woche bei mir. Zum einen Mal gab es Post. Ey, ein Brief! Post kriegt man eigentlich jeden Tag, ist ja alles klar. Letzte Woche hat es aber Post vom Finanzamt gegeben. Und Post vom Finanzamt kriegt man eigentlich nicht gerne, weil meistens muss man was noch bezahlen. Aber diesmal haben wir was gekriegt. Juhu! Wir haben eine Nachzahlung gekriegt vom Finanzamt für die Jahre 2013 und 2014. Das muss man sich mal überlegen. Das ist schon 5-4 Jahre her, ne? Ja. Und zwar gab es ja ein Gerichtsurteil wegen außergewöhnliche Belastungen. Die ist ja damals noch Prozente gestaffelt worden, so viel vom Grundeinkommen. Muss man übersteigen, damit man kann die außergewöhnliche Belastung ansetzen. Ist Bundesgerichtshof oder irgendwas. Irgendeiner hat es so festgestellt, dass diese Staffelung zwar rechtmäßig ist, wenn ich das richtig verstanden habe, aber muss ein bisschen mehr Stufe gehen. Jo, und da haben wir jetzt halt ein bisschen was zurückgekriegt. Ein paar Euro, weiß ich auch mal, für die Autoversicherung. Dann gab's noch ein weiteres Highlight, das war aber gar nicht erfreulich. Und zwar, ich hatte letzte Woche meinen Anhänger beladen. Ich hatte ein großes Grundstück, es ist Herbst, da fallen jetzt viele Blätter von den Bäumen. Das heißt, die ganz Wies, die leid voller Blätter. Und da hatte ich mich mal aufgerafft, habe die Blätter zusammengemacht und habe sie auf meinen Anhänger geladen. Anhänger gehört eigentlich mein Baba, ne? Hallo Baba. Bei uns hatte Grünschnitt zweimal die Woche auf. An dem Tag war es dann soweit. Ich hatte aber an dem Tag Frühschicht gehabt, muss also früh aufstehen morgens, bin mittags heimgekommen und Grünschnitt hat er nicht aufgemacht. Ich habe dann erstmal zu Mittag gegessen und dann mit dem dicken Bauch, ne, Frühschicht, früh aufgestanden, Miet, esse, macht doch Mieter. Ja, da habe ich auf meinem Stuhl gehockt, mir sind die Augen zugefallen und dann war es soweit, der Grünschnitt hätte aufgehört und da habe ich gedacht, komm, muss ich jetzt aufraffen? Wenn du jetzt der Anhänger nicht wegfährst, dann steht er doch die ganze Woche da, also die nächste Halbwoche, man weiß ja nicht, was vor Wetter ist und so weiter. Da bin ich dann rausgegangen, habe den Anhänger ans Auto gemacht, Stecker dran und bin losgefahren. Klar, wie immer, ne? Das Dumme war nur, das erzähle ich euch jetzt, ich bin um eine Kurve rumgefahren, höre quietschendes Geräusch und gucke in den Rückspiegel. Und wisst ihr, was ich da gesehen habe? Das hat mir echt, wie habe ich es letztens im Video gehört, der Kackstift ist mir da gegangen. Und zwar habe ich im Rückspiegel meinen Anhänger gesehen. Der ist schön nur links gefahren, in Richtung Bürgersteig. Und auf dem Bürgersteig, da hat er ein Auto geparkt. Da habe ich schon gedacht, oh nee, jetzt fährt der Anhänger da ins Auto. Zum Glück ist er aber dort am Rindstehen angekommen, ist abgeprallt und ist nochmal auf die andere Richtung gefahren. Ist er dort abgeprallt und dann stehen geblieben. Ich bin ja mit Warnblinker rechts rangefahren, an der Anhänger nochmal geheult. Ich bin froh, dass das Ganze glimpflich ausgegangen ist. Gut, der Anhänger ist ja eigentlich versichert. Wenn da was kaputt gegangen wäre, hätte die Versicherung bezahlt. Aber es hätte ja keinen noch schlimmer kommen. Auf dem Gehweg da, der Anhänger hätte keinen auf dem Gehweg fahren und hätte keinen nicht nur das Auto kaputt machen. Da hätte vielleicht auch keine Frau mit Kindern gehen und so weiter. Dass die Kinder vielleicht schwer verletzt wäre und ach, vielleicht das Kind sogar gestorben wäre, aber zum Glück ist nichts passiert. Ja, was war passiert? Ich mit meinem Miete-Kopf habe der Anhänger nur aufgelegt auf die Kupplung und es ist nicht ihn geschnappt. Am Anhänger ist ein bisschen was kaputt gegangen, dieses Stützboot, wo man den Anhänger ablädt, wenn man nicht aufs Stützrad hochgedreht hat. Der ist ein bisschen verbohrt worden und die elektrische Verbindung, die hat es kostet, also das ist das Kabel gerissen. Nicht weiter tragisch, schon das Ganze für knapp 20 Euro repariert. Der Anhänger ist jetzt nochmal einsatzbereit. Dann was anderes. Meine Töchterlein, die hat Zimmer unterm Dach. Und das Haus da, wo ich habe, das ist ja auch schon ein bisschen älter. Das ist in der 50er gebaut worden. Ich habe zwar wie es kaufen, habe ich es renoviert. Die hatte Dachfenster. Und bei dem Dachfenster, da habe ich so Rollorin gemacht. Aber im Sommer, da geht das gerade die Sonne unter. Und da ist es Ormens. Taghell durch diese Ritze, wo links und rechts sind. Das ist vielleicht ein Grund, warum mein Töchterlein nicht in ihrem Zimmer schläft, sondern in meinem Zimmer. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall ist das Fenster auch schon älter und es ist immer feucht, morgens, beziehungsweise vor allem im Winter. Und da habe ich gedacht, ich gönne mir mal ein neues Fenster. Vor Woche habe ich zig Dachdeckerfirmen angeschrieben. Von 5 Dachdeckerfirmen haben sich 2 Dachdeckerfirmen gemeldet, beziehungsweise die sind vorbeikommen. Und da war aber auch ein ganz schöner Unterschied im Angebot. Und ich bin dann auf die Ende zurückgekommen. Die Dachdeckerfirma hat ein neues Fenster bestellt.
andere Rolllade für Ausdruck und ein Insektenschutzgitter. Ich hab Frischicht gehabt und dann haben die Termin ausgemacht und sind da angekommen. Jetzt haben die das Fenster ausgemessen und meine Frau ruft mich auf der Arbeit an. Die wollte das Fenster innen bauen. Meine Frau sagt, das Fenster wäre viel zu groß. Die müsste noch einen Haufen abschneiden, die Aussparunggräser machen. Und das wird natürlich auch mehr Geld kosten. Da habe ich dann natürlich gesagt, nee, ich wollte Fenster so groß, wie das so war. Und jetzt haben sie eins bestellt. Leider habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Das Fenster ist bestellt. Und wenn man draus rausguckt, leider rät's auch halt. Ich weiß nicht, die ganze letzte Tag, da war so schönes Wetter gewesen. Sind wir mal gespannt, ob's bald eingebaut wird. Das war ein paar Highlights von meiner Woche. Was ist bei euch so passiert? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, ist auch gut. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der Woche. Tschö, euer Stoppschild TV. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen von letzter Woche, beziehungsweise von der letzten 2 Wochen, kann man sagen. Ihr habt es ja vielleicht gesehen. Ich wollte eigentlich was gehen, mein Bauch mache und ein bisschen Walke gehen. Mit dem Walke war es jetzt die letzte 1,5 Wochen nichts gewesen, weil ich bin auf der Arbeit, bin ich irgendwo runtergesprungen und habe mal ganz schön das Bein bzw. die Wade wehgetun. Teilweise tut's gehen saumäßig weh, das heißt, ich lasse es im Moment. Ist aber nicht aufgehoben, ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, ich verspreche es, weil ich will ja abnehmen.